Was wollte der Psijik? Hat er nicht gesagt. Er hat nur nach euch gefragt. Wirklich sehr seltsam. Habt ihr jemals etwas von dem Auguren von Dunlein gehört? Hat Tolf dir wieder Märchen erzählt? Ich dachte, ich hätte mich klar genug ausgedrückt, dass das kein gutes Gesprächsthema ist. Bitte lasst nicht zu, dass er weiter über dieses Thema diskutiert. Nee, langweilig, langweilig. Also gut, was soll das bedeuten? Er ist noch da. Es tut mir leid, aber ich verstehe nicht. Tut nicht so geheimnisvoll. Ihr wolltet ein bestimmtes Mitglied der Akademie sehen. Hier ist er. Also, was wollt ihr? Es hat ein Missverständnis gegeben. Ich sollte eindeutig nicht hier sein. Ich werde einfach gehen. Was? Was sind das für Tricks? Ihr geht nirgendwo hin, bevor ich nicht weiß, was ihr im Schilde führt. Ich führe nichts im Schilde. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich euch in irgendeiner Weise gekränkt haben sollte. Wir werden uns darum kümmern. Was ihr hier lernt, lernt ihr fürs Leben. Vielleicht sogar für mehrere, wenn ihr Talent habt. Ich bin mir nicht sicher, was geschehen ist, aber ich werde der Sache auf den Grund gehen. Komm, du bist so dumm wie ein Stück Brot, also ehrlich. Du wirst hier gar nichts auf den Grund gehen. Wo ist denn hier jetzt Kollege Teufel? Die müssen wir noch jetzt finden und mit ihm quatschen. Ich denke über viele wichtige Teufel, wo bist du? Ich möchte dir gerne etwas fragen. Dir gerne etwas fragen? Falsch. Dich gerne etwas fragen. Teufel. Wo ist eigentlich mein Raum? Und habe ich eine Kiste in meinem Raum? Nein, wahrscheinlich nicht. Na egal. Teufel, hallo. Die Akademie wird für euch da sein, was auch geschieht. Habt ihr jemals etwas vom Anguren von Dunlein gehört? Und halt die Fresse, während ich rede. Das ist der Name, den ich schon seit geraumer Zeit nicht mehr gehört habe. Meine Güte, es ist schon Jahre her, seit ich das letzte Mal mit ihm gesprochen habe. Ich nehme an, er ist immer noch unten in der Müllgrube, aber ich habe nicht nachgesehen. Würdet ihr ihn aufsuchen? Richtet ihm einen Gruß von mir aus, ja? Wo finde ich die Müllgrube? Unterhalb der Akademie. Es ist nicht sehr angenehm dort. Also seht euch vor, wenn ihr dort hinuntergeht. Okay. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Ich brauche eure Hilfe in einer Angelegenheit. Ja, ich nicht. Seit vielen Jahren schon hat niemand mehr vom Psijik-Orden gehört. Schön. Zu glauben, dass jetzt plötzlich einer von ihnen hier auftaucht. Tja. Like a boss. Taucht er hier auf und will nur mit mir reden. Weil Drachenblut und so. Weißt du? So, jetzt sind wir hier in der Müllgrube. Na, dann schauen wir doch mal, ob wir den Auguren hier finden. Und wenn ja, was es mit dem Kollegen auf sich hat. Hier geht's nach Halle der Bekräftigung. What? Was ist die Halle der Bekräftigung? Ja, toll. Das hat mir jetzt viel gebracht. Hilfe! Kawabanga! Was? Wie? Was? Stirb drauf! Stirb! Getötet. Aha. So, oh ne, ich muss hier runter. Jetzt muss ich hier lang. Und da lang. Untere Müllgrube. Der hat sich ja ganz schön zugemüllt, der liebe Auguren. What the fuck? Ist er noch mehr?
Fähigkeit. Ein toter Eisgeist. Ich muss hier lang. Was auch noch andere Pfade geben würde. Eure Beharrlichkeit wird euch nur zu eurer Enttäuschung führen. Klappe. Ich brauche einen Schlüssel. Wir warten noch immer darauf. Ja, auf einmal tretet ein Ravi. Ja. Deine Gastfreundschaftlichkeit. Ach du Scheiße. Ihr seid also der Auguren von Dunlein? Ich bin der, den ihr gesucht habt. Eure Anstrengungen sind vergebens. Es hat bereits begonnen. Aber jene, die euch schickten, haben euch nicht gesagt, wonach sie suchen. Wonach ihr sucht. Und was suche ich? Sucht, wonach all jene suchen, die über die Magie gebieten. Wissen. Ihr werdet Folgendes herausfinden. Wissen macht korrupt. Es zerstört. Es verschlingt. Ihr sucht Sinn. Den Schutz im Wissen. Ihr werdet ihn nicht finden. Der Talmor suchte dasselbe. Und es wird sein Ende bedeuten, wie es bei so vielen der Fall war. Der Talmor? Wer der Talmor? Der auf den Namen Ancano hört. Er sucht Informationen über das Auge, doch er wird etwas ganz anderes finden. Eure Wege werden sich kreuzen, doch zunächst müsst ihr finden, was ihr benötigt. Was brauche ich? Und diejenigen, die euch helfen, wollt mehr über das Auge von Magnus erfahren. Ihr wollt ein Unheil abwenden, dessen ihr euch noch nicht bewusst seid. Um durch das Auge von Magnus zu blicken und nicht zu erblinden, benötigt ihr seinen Stab. Die Ereignisse bewegen sich auf ihren unaufhaltsamen Mittelpunkt zu. Ihr dürft keine Zeit verlieren. Geht mit diesem Wissen zu eurem Erzmagier. Na, alles klar. Wollen wir doch mal mit dem Wissen zu unserem Erzmagier gehen. Mal gucken, was der davon hält. Gleich mal gucken hier. Wo ist denn der gute Erzmagier? Man muss hier doch irgendwo rumstromern.
ist er ja. Hallo. Es ist kein Geheimnis, dass der Ruf der Akademie in Himmelsrand befleckt ist. Ich habe wichtige Informationen für euch. Ja, und die wären? Wir müssen den Stab des Magnus finden. Bitte was? Nun, ich hätte lieben gern solch einen mächtigen Stab, aber ich bin mir nicht sicher, ob jemand von uns ihn wirklich braucht. Er hat mit der Kugel zu tun, die wir gefunden haben. Und woher wisst ihr das? Ich habe mit dem Agurim von Dunlai gesprochen. Wirklich? Und er hat ausdrücklich den Stab des Magnus erwähnt? Ich bin von eurer Initiative beeindruckt. Natürlich muss das jemand untersuchen. Was soll ich als nächstes tun? Eine sehr beeindruckende Einstellung. Weiter so. Dann wird alles gut für euch laufen. Etwas so Besonderes und Uraltes wie den Stab des Magnus. Ich bin mir nicht sicher, ob wir so etwas jemals finden werden. Ich erinnere mich daran, dass Mirabelle kürzlich den Stab erwähnt hat. Vielleicht kann sie euch etwas erzählen. Ich bin recht zufrieden mit eurem Fortschritt, wisst ihr? Ihr habt auf jeden Fall bewiesen, dass ihr mehr seid als ein bloßer Lehrling. Gut gemacht. Dieser Silberreif war einmal von unschätzbarem Wert für mich. Ich hoffe, dass er jetzt euch nutzen kann. Alles klar. Schmeiß uns ruhig deinen Müll zu. Wir reden jetzt erstmal ganz gechillt mit Mirabelle. Blitze! Blitze, 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 Blitze. Ich mag Blitze. Mirabelle, wo bist du? Kleine Zuckermaus. Wenn ihr einen Moment Zeit habt, könntet ihr mir mal helfen? Klar, was gibt's? Also gut. Die Akademie ist eine Kuriosität. Ich brauche immer noch Hilfe. Wobei braucht ihr Hilfe? Wir versuchen doch alle, bessere Magier zu werden, stimmt's? Ja. Nun, ich brauche jemanden, mit dem ich einige Zauber üben kann. Eigentlich nichts Gefährliches. Wärt ihr bereit, mir zu helfen? In Ordnung. Oh, gut. Ich hatte schon Angst, ich müsste Gesargo fragen. Bleibt einfach dort stehen. Okay. Bitte haltet still und versucht euch nicht zu bewegen. Ich tue mein Bestes. So. Folge in die Wand. Du liebe Zeit, das hätte nicht passieren sollen. Geht es euch gut? Ihr seht ziemlich, grün aus. Was? Das tut mir schrecklich leid. Ich bin alles wieder und wieder durchgegangen und war mir sicher, dass es laufen würde. Bitte sag, was habt ihr getan? Ich weiß nicht genau. Ich glaube, ich habe mich nur irgendwo ein wenig verrechnet. Ich bin sicher, es wird bald abklingen. Dann ist alles in bester Ordnung und wir können es noch einmal versuchen. Inzwischen versuche ich herauszubekommen, was schiefgelaufen ist. Okay. Bis zum nächsten Mal. Sieht doch ganz normal aus. Ich weiß ja nicht, was du... Hilfe, wenn ihr die Zeit erübrigen könnt. Ich hab dir doch schon geholfen, Mann. Frau. Hallo? Links, rechts, oben, unten? War das nicht die Tante, die ich... Ich brauche immer noch Hilfe, wenn ihr die Zeit erübrigen fragen könnt. Sollte. Ich gehe dann mal wieder. Erstmal warten, bis... Zauber abgeklungen ist. Du gehst nirgendwo hin, Fräulein. Es ist immer ermutigend zu sehen, wie die jüngeren Generationen sich auf ihre Ausbildung stützen. Könnt ihr womöglich Gesargo helfen? Wobei denn? Ihr seid neu, stimmt's? Beherrscht ihr schon die Expertenstufe der Zerstörungszauber? Nein, noch nicht ganz. Noch nicht, aber ich arbeite dran. Ah, das ist gut. Aber Gesargo wird sie zuerst beherrschen. Es ist eine gute Sache, endlich mit Magiern zusammen zu sein, die mit Gesargo mithalten können. Wobei habt ihr Hilfe gebraucht? Gesargo hat gesehen, dass Tolvdir euch mag.